Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Angezockt und zu der letzten Folge von dem großartigen Thornpack. Ja, und wir sind wieder hier drin im Geschehen und ich dachte mir, ich kollabiere gleich. Nein, das dachte ich mir nicht. Ich dachte mir, was könnte man jetzt noch machen in der letzten Folge? Irgendwie noch was researchen, sonst irgendwas hinbekommen, aber ich war mir da wirklich nicht so wirklich schlüssig. Was wir am besten jetzt machen, denn wie man hier sieht, ja, Thumbnomical mal in die Hand, gibt es hier einige Tabs noch und so weiter. The Dark Side, was war das denn gerade? Hier, the Dank Side, oh nein, Jack O'Grog, so ein Müll. Hier gibt es also noch einiges, aber was auf jeden Fall, wo ich mir dann schlüssig war, ist, hier haben wir noch Elemente für, aber wenn man zum Beispiel hier bei der Golemante gucken will, hier Permutatio fehlt, gut, das sind halt alles Sachen, die man noch researchen kann. Die kann man sich noch alles kaufen, diese Basissachen. Aber ich dachte mir, damit man halt effektiv weitermachen kann, oder weitermachen könnte, eher gesagt, bräuchte man noch ein paar Zusatzaspekte. Und da gehen wir einfach mal in den Nether dafür und gucken mal, was es da so alles gibt. Und das wird dann wahrscheinlich auch die letzte Folge so sein, dass wir da so ein bisschen den Nether erkunden und gucken, was daraus kommt. Diese Thorncraft-Dimension könnt ihr leider nicht besuchen. Das müsst ihr dann selbst, wenn ihr wollt, dann gucken. Es gibt auch kaum Mod-Reviews dafür. Aber dann durchwandern wir einfach mal den Thorncraft-Nether. Und das wird relativ lustig. Ne, hier ist es nur mit einer bereit, das ist doof. Sagen wir mal hier. Wir machen sogar die teure Version, wir haben genug Obsidian. So. Schön toll. Portal ist lit. Gut, den Our Belongs to Ace-Game, das ist toll. Thermometer schon mal in die Hand. Spitzhacke haben wir, die Schnellspitzhacke werden wir hoffentlich dann auch loswerden im Nether. Und ich denke, aber dann lass uns einfach mal da reingehen und wenn wir dann drin sind, können wir auch auf einfach stellen. Die Dorfbewohner sollen halt nie nicht sterben, das ist die Hauptsache. Du hast Infernus entdeckt. Krass. Bedrock-Portal. Wer benennt das denn so bitte? Egal, gut, gehen wir mal rein. Siehst du, da hat man schon wieder Elemente. Das lohnt sich auf jeden Fall, in den Nether mal zu besuchen. Wir müssen noch tiefer. Ja, ja, Achievements. Ich bin ja mal sehr gespannt, was wir da alles sehen werden. So, da bin ich auch wieder. Ja, das war eine lustige Sache. Ich musste in den Config-Dateien noch was umstellen, weil irgendwie so eine Generierung, die saugt so viel RAM. Das ist eine ganz komische Modifikation. Magic Cookies ist ein Add-on für Thorncraft und das ist, ziemlich krank, was das so mit RAM anstellen kann. Deswegen habe ich die Generierung auf ganz wenig gestellt, also wirklich so auf ein Minimum. Dann passt das jetzt wieder mit dem RAM. Das, ja, ja, jetzt wieder optimal. Boah, wie wenig RAM das zieht. Ist richtig gut. Aber, Thormos musste auch noch runterfliegen. Das hat irgendwie gecrashed und das ging auch nicht. Aber gut, das ist halt alles altbacken. Und wird auch nicht mehr geupdatet. Und hier ist kein Ether-Portal generiert. Ich bin einfach hier in die Dimension gekommen. Ich habe null Ahnung. Naja, gut, da komme ich halt nie wieder raus. Macht ja auch nichts. Oh ja, Netherquarz, das brauchen wir nämlich auch. Verschiedene Sachen. Oh, zum Glück ist der Scheiß kaputt gegangen. Jetzt haben wir nur diese Spitzhacke. Das ist nett. So, weg damit, dahin, dahin. Schön. So, und da können wir den Bag sogar hier hin tun. Sehr nett. Gut, dann lass uns mal ein bisschen hier erkunden. Glowstone haben wir schon irgendwo mal gescannt. Achso, wir wollten ja auf einfach machen, ja. Schön. Zu viele Fackeln. Können wir essen. So, Pilze. Haben wir die schon gescannt? Ja, haben wir. Netherquarz sollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das wird sich lohnen. Das braucht man für verschiedene Sachen. Ich weiß nicht mehr, wofür ich das genau brauchte. Auf jeden Fall muss wir das holen. Viermal Netherquarz. Das ist schön. So, kommt man irgendwo mal zum anderen Gebiet? Wäre ganz schön. Klung. Wunderbar. Fackeln haben wir jetzt nicht so viele. Dann haben wir dich deine Mitglieds angestellt. Oh nein. Oh, können wir auf Fast stellen. Schön. So. Dann lass uns mal hier durchgehen. Gucken wir mal, was uns erwartet. Und haben wir Glowstone Staub schon? Ich weiß es gar nicht. Ob wir den schon gescannt haben? Ja, natürlich haben wir den gescannt. Okay. Feuer. Gibt's gar nicht, okay. Ich hoffe, das ist nicht nur so eine Höhle und man kommt irgendwann mal irgendwo anders hin. Das komische Zeug hier.
Was ist das für eine komische Generierung hier? Wo ist wieder Erz? Schön. Ja, ich würde auch gerne mal in diesen offenen Bereich kommen. Wir müssen uns irgendwie mal rausgraben. Ich weiß gar nicht, wo es... Oder wir teleportieren uns irgendwo mal hin. Das ist ja eh egal. Teleportieren. Ja. Guck mal, hier ist es schön. Wunderbar. Gut, also wir jetzt hier im offenen Bereich. Alter. Dass das Lied überhaupt noch drin ist. Das passt überhaupt nicht rein und irritiert nur. Zombie Pikmin. Oh ja, hier kriegt man richtig viel dieses Höllenzeug. Das ist richtig gut. Mal gucken, was wir hier auch alles finden werden. Also irgendwie gibt es bestimmt Dungeons. Das wird ja auch häufig bei irgendwelchen Addons, habe ich das mal gesehen, dass das hier auch im Nether, dass da Dungeons gibt. Oh, was ist das da vorne? Ist das Keys einfach nur? Ist das der Coterie Craft Keys? Nee. Sieht der so aus? Sieht sowieso alles hier so rot aus. Zombie Pikmin haben wir gescannt. Noch mehr Nether-Quarz. Schade, dass die Thormores nicht gehen. Das war nämlich eine Sache, die halt auch den Nether ausmacht, so mehr oder weniger. Aber gut, kann man nichts machen. Wenn es crasht, dann crasht es halt. Naja. Sonst der typische Nether, wie man ihn kennt. Braucht doch irgendwo Nether-Quarz für. Power-Upgrade, okay. Ja klar, Diorit-Craft habe ich noch nie gemacht. Vor allem hier Edelstein-Bearbeiters Werkzeuge. Also mehr Google-Übersetzer geht, glaube ich, nicht. Das ist so ein Müll. Wolke in der Flasche, Nether-Quarz, All-Read. Granit. Ein Stabfokus. Glocke des Golemanten, genau das. Genau das wollten wir nämlich machen, weil das ist praktisch die Hauptsache, um einen Golem halt zum Leben zu erwecken. Oder was ist zum Leben zu erwecken? Eher den Befehle zu geben, sozusagen, ja. Und das hier ist einfach Kies, ja, okay. Deswegen ist das schon notwendig gewesen. Oh, diese Feuerfledermaus, die müssen wir mal scannen. Ja, moin. Hier sind alles die gleichen. Oh, ist ein Baby. Aber ich glaube, der ist auch Zombie. Ah, ne, Zombie Pig. Ah. Wo gibt's die denn? Baby Mobs, stimmt. Da sind die drauf. Das ist lustig. Also echt eine lustige Modifikation. Könnte es auch fast in Vanilla geben, aber es passt so gut rein. Aber die Pizza schon gesendet haben wir auch, ja. Oh, da oben ist ein Wisp. Komm näher. Oh ja, hallo. Diese Shards brauchen wir am besten von denen. Der Wisp. Das ist schön. Ja, ja, die gibt's ja hier auch. Hat man in Technik-Modpacks, wo Morph drauf war, weil hat man die immer gejagt. Weil man über die fliegen wollte. War aber auch praktisch. Guten alten Wisps. Aber das ist ein lieber Wisp auf jeden Fall. Der ist nicht rot. Der ist also lieb zu uns. Schön. Zombie Pick hat leider keine Aspekte, aber das macht nichts. Ich meine, rasten die ja auch nicht aus, wenn wir deren Nether-Quarz hier mitnehmen. Das wäre sonst ein bisschen scheiße. Holy shit. Oh, was ist das da unten? Da bin ich einfach zu neugierig. Da kommen wir niemals lebend hin. Können wir mal kurz gucken. Ich baue ja auch nichts ab. Was ist das? Sonnensteinerz. Okay, das ist Ars Magica. Okay, gut. Kenne ich noch gar nicht das. Oder habe ich das mal gesehen? Das war in Altipack 1 war das drin. Aber das habe ich dann auch nie wirklich behandelt. Oder war das in Altipack in dem richtigen gar nicht mehr? Nee, das war nur... Oder? Ich weiß gar nicht mal, ob das in der richtigen Fassung auch schon drin war. Bin ich mir nicht sicher. Ich denke, das war nur in diesem Singleplayer-Anfang da, was irgendwann nochmal zu Bruch ging. Da war auch alles Mögliche drauf. Die Biome haben sich überschnitten und so weiter. Da hat man heute schon ein bisschen mehr Wissen und auch ein paar Möglichkeiten. Ja, hier gibt es echt nur Nether-Quarz. Also anscheinend waren die Add-ons, die ich jetzt deaktivieren musste oder einschränken musste, waren wahrscheinlich dann auch die größten oder fast sogar die einzigen hier für den Nether, wie es aussieht. Also der hat zwar ein paar Elemente, aber... Das war's ja auch fast schon so. Wenn wir jetzt noch Gas und Lohe haben, dann war's das wirklich schon mit dem ganzen Nether-Gedöns. Aber dafür haben wir ganz viel Nether-Quarz. Das ist auch schon ganz schön. Und wir müssen dann irgendwie uns wieder dann unseren Weg zurückcheaten. Und ja, gut, okay, da bauen wir uns jetzt hier mal ein Nether-Portal. So, dann bauen wir es jetzt mal einfach hier hin. Gut, bei euch wird das nicht passieren,
weil ihr ja dann den normalen Nether bekommt. Also ich werde das hoffentlich dann auch mal irgendwann updaten. Und dann kriegt dann ihr die neueste Version. Oh, das ist dann noch schöner. So, lass uns einfach jetzt mal hier durchgehen. Mal sehen, wo wir rauskommen werden. Wird irgendwo wohl ein neues generiert. Okay, in einer Höhle. Wir wollen ja auch die Dorfbewohner nicht jetzt sterben lassen. Also gehen wir zurück auf friedlich. Und setzen uns in den Game Mode S. So, wunderbar. Mal schon mal zugreifen hier. Das ist eine lustige Höhle. Naja, dann Prismal Geode brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Ja, dann lass uns einfach mal wieder zurück. Oh, wir sind ja gar nicht so weit weg. Wir sind unterirdisch, immer unter Ozean gibt es immer so viele Höhlensysteme. Ich verstehe nicht warum, aber irgendwie ist das, bietet sich das an. Zu Hause. Und da sind wir auch schon wieder. Schön. Alter, okay, da lecken wir auch schon wieder. So, gehen wir mal ins Bett. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt noch aufnehmen darf eigentlich. Weil das ist ja schon mehrfach unterbrochen worden. Aber egal. So. Netherquarz haben wir in Mengen. Prismenschatz auch. Okay, das muss man auch irgendwo anders hin tun. Netherstein können wir hier mal loswerden. Dann müssen wir erstmal die Glocke des Golemant machen. Das wird ziemlich geil. Da brauchen wir einen Stock wieder für. Den Stab haben wir da drin. Zack. Da können wir jetzt die Glocke des Golemanten machen. Ich habe noch nie mit Golems gearbeitet, tatsächlich. Gwittig, gwittig, gwittig. So, die können wir bestimmt scannen. Schön. Gut, dann gucken wir mal ins Taumanjamikon. Smack, so, Golemantik. Pure Golemantik. Ich muss wirklich gerade gucken. Das war nicht erheblich. Das war aber erheblich. So, stopp. Nee, sei mal so. Okay, ungefähr 10 Minuten hatte ich da aufgenommen. Das ist schön. So. Dann machen wir, können wir jetzt so 8 bis 10 Minuten machen. Schützen, füllen. Ein Inventar gefüllt halten. Das habe ich schon gekauft. Permutatio brauchen wir. Ja, das sieht man ja auch da im Dingens-Table. Dingens, Perditio und Ordo. So, schön, Forschungspunkt. Lehren. Bring Dinge woanders hin, das ist toll. Wenn ein Item zugeteilten Inventar entfernt zur markierten Position bringen. Ja, das ist auch sehr praktisch. Ja, können wir nochmal neu hier, zack, ich weiß, dass ich gekauft habe. Umfüllen. Schützen. Lehmgolems, Fleischgolems. Mäßig gefährlich, robust und strapazierfähig. Ja, die sind schon ein bisschen geiler. Wir kriegen einen Holzgolem, wenn wir 4 Humanus, 4 Motus und 4 Spiritus haben. Uiuiui, wo kriegen wir das denn jetzt her? Vielleicht durch die Blöcke? Motus ist auf jeden Fall das hier auch. Nee, oder? Bewegung. Ich weiß gar nicht mehr, wo das drauf war. Das war eigentlich die Dingens, ne? Die Falltüren. Die waren ein Dingens. Ja, wir können das über Falltüren mal machen. Schön. Wir können uns, bisschen Verlust ist ja immer. 4, dann müssen wir uns auch 4 davon machen. Das ist das Gegenteil von teuer. So, 4 Falltüren. Die können wir dann in den Tiegel werfen. Die müssen wir auch noch machen. Ach, da ist das Schwert drin. Wie blöd. Schön. Die Tür auch. Aber die Tür hat andere noch Aspekte, die wir nicht brauchen. Man soll das ja so wenig wie möglich, soll man das ja verschwenden. Humanus. In meinen Humanus. Ein Flashbock ist zu viel. Könnte wieder zerkleinern, den kann man nicht. Schade. Was ist denn aus Mensch? Verhautet das Fleisch tatsächlich. Ja, dann nehmen wir da auch 4 von. Verschwindet zwar ein bisschen was, aber was soll's. Warp ist ja egal. Spiritus. Was hat denn hier noch Spiritus? Irgendwas Gutes hier? Alter, ich brauche dringend ein neues Mausbett. Das ist... Boah, das wird immer schlimmer. Aber es ist schon unterwegs. Also, da kommt bald ein neues. Das ist auch nicht teuer, sowas.
Aber es muss mal sein. Und auch ein größeres. Das ist sonst echt... Manche spielen ja auch ohne Mausbett, aber das könnte ich mir nicht vorstellen. Zombie-Kopf ist 4 Spiritus, aber 4 tot auch. Es ist nicht so ganz geil, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass es hier so gute Elemente gibt für Spiritus. Small Heart, ja, das hat ja nix. Invisible Talisman, das hat alles zu viel Zeug drauf. Kürbiskerne. So, sehen wir für den Zombie-Kopf. Tschüss, mein Kleiner, halt die Ohren steif. So, gut, dann müssen wir jetzt auch einen Tiegel machen. Haben wir noch einen, nee, ich glaube nicht. Nehmen wir uns mal das Eis. Nee, hier wollte ich dran. So. Kessel. Boah, 21. Das ist ordentlich. Gut, stellen wir mal den Kessel hier auf. Oder auch eigentlich nicht hier. Eigentlich draußen eher oder so. Ich habe keine Ahnung, weil das ist ja schon mit Lava unten drunter und so ein Scheiß. Stellen wir den Kessel mal hier auf und machen wir da erstmal Lava hin. Wir brauchen erstmal einen Eimer. Den haben wir oben noch. So, Wassereimer. Schön. Gut, dann gehen wir gerade mal zur Höhle 2. Da haben wir eigentlich direkt Lava. Jo, genau hier. Da ist noch Redstone. Nett. So, Lava-Eimer. Gut, dann ab nach Hause. Schön, schön. Ja, war das ja ein interessanter Besuch. Dann den Kessel drauf. Und dann müssen wir den noch mit unserem neuen Zauberstab am besten, wo sollen wir den alten benutzen? Ist euch egal, den können wir hier nehmen. Den goldgebundenen Großholzstab. Dann machen wir uns einfach mal einen Golem. Kling! Oder müssen wir den mit Wasser füllen? Lol. So. Perfekt. Dorf 160 jetzt auch. What the fuck? So, und dann brauchen wir noch ein Großholz, dann kann das anfangen zu blubbern und da kann man ja anfangen, die Elemente reinzuwerfen. Wir brauchen jetzt 4 davon und einen Zombie-Kopf und dann kriegen wir dann das Zeug raus und das bisschen Warp ist ja egal. Der Mann hat ja mal bei Regrowth, hat er mir wie so ein Stack-Cobblestone noch reingeworfen in den Kessel und da ist ordentlich Grütze rausgekommen. Das war ziemlich blöd. Großholzstamm, den brauchen wir. Und dann kriegen wir einen tollen Golem. Ist der da draufgelatscht? Ich glaube schon. Ja, der ist draufgelatscht. Gut, da würde ich sagen, rein mit dir. Rein mit dir. Rein mit dir. Und wir brauchen noch, vier Falltüren. Und, du bist so doof. Gut, perfekt. Wir haben einen kleinen Golem. Ja, und stellen wir mal hin. Oh ja, da ist der Holzgolem. Das ist toll. Dem Ding können wir, glaube ich, noch nichts machen. Oh, da können wir den verbannen, ja. Wie gesagt, ich habe mit Golems noch nie gearbeitet. Ist aber ein lustiger Genosse auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt erstmal diesen Kern zum Animieren, sofern ich weiß. Golem-Upgrade, Feuer, nee, dieses... Gib 8? Ja, gib 8, gib 9. Rechtsklick mit den Golem-Blöcken ordnen oder Vital mit denen der Kämpfer zu verbinden. Ja, klar, das ist, demarkiert zwischen Farben wechseln, ja. Shift-Rechtsklicken auf jeden Fall demarkieren... Und F zu drücken wird alle markierten. Okay. Links schiebst du ihn auf. Wobei alle. Ja, intakt bleiben. Shift links nimmt den Golem auf, aber entfernt seinen Kern und alle Upgrades, welche separat abfallen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch diesen Golem-Kern. Sammeln. Ernten. Schützen. Muss sie doch erstmal animieren, oder wie ist das, ne? Golem-Animationskerne. Ich glaube, dann animiert man den einfach mit der Sache, die er tun soll. Ernten. Golem-Kern sammeln. Okay, da brauchen wir erstmal Ziegel und Nitor. Können wir den Scheiß hier nicht leeren? Was ist denn hier bitte alles reingefallen? Ich weiß es nicht.
Na gut, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt, hier von der dritten Folge. Mehr reicht die Zeit leider nicht. Wir könnten dann weitermachen, wenn, wenn wir die Serie fortführen werden. Vielleicht, wenn wir nämlich dann die Thorncroft-Serie hier gut reinpasst und mich dann die Lust wieder richtig überkommt. Dann machen wir vielleicht mal eine ganze Serie draus oder führen das weiter. Das gilt ja auch für alle Angezockt-Serien. Wenn ich da irgendwann mal lieber wieder Lust drauf haben sollte, kann man das eventuell nochmal weitermachen, das Modpack. Aber das ist jetzt erstmal der grobe Einblick gewesen. Ist ja auch nur angezockt, man kann ja viele Serien noch weiterführen. Unseren kleinen Holzkuchen konnten wir leider noch nicht mehr animieren, dafür hat es leider nicht mehr gereicht. Aber wir konnten hoffentlich, also ich konnte hoffentlich, alle Aspekte erstmal so kurz zeigen, die es hier in diesem Modpack gibt. Und dann würde ich sagen, dann sieht man sich einfach bei der nächsten Serie wieder. IR5 kommt übrigens wieder. Der Server wurde jetzt verlängert. Wir haben wieder Zeit gefunden und da der Community-Server ja so ein bisschen eingeschlafen ist, wie es aussieht von der Aktivität, werden wir das dann weiterführen. Und ist jetzt ein neues Update gekommen von IR5, also so ein paar Mods wurden geupdatet. Ich hoffe, da gibt es ein paar neue Features und man kann noch lustige Sachen machen. Wir sind ja aktuell im Ende und haben da noch ein paar Sachen vor. Und ja gut, dann sieht man sich beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Let's Play irgendwas. Wahrscheinlich IR5. Und dann sieht man sich das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.